So, ein herzlich willkommen zum Tutorial der Schleifarmee bzw. das Ausrichten einer Armee. Wir machen hier eine standardmäßige Ausrichtung von unten links. Hier habe ich einfach mal schon mal ein paar Cutters hingestellt. Wenn ihr diese selektiert, das heißt mit Linksklick die Katapulte anklicken oder ein Katapult, dann habt ihr hier diese grünen Pfeilchen mit dem grünen Kreis. Das ist der äußere grüne Kreis, ist der Radius. Der mittlere Kreis ist der Punkt der Zentrierung. So, natürlich können wir jetzt mit der rechten Maustaste diesen Kreis neu zentrieren. Hier sehen wir auch, dass sämtliche Katapulte immer nach geradeaus schießen, in die maximale Reichweite. Hier wollen wir natürlich immer zum Bergfried, dass wir gehen in Richtung dieses Bergfriedes. So. Jetzt wisst ihr, wie ihr die Katapulte ausrichten könnt. Jetzt zeige ich euch einmal eine komplette Aufstellung von einem Trupp. Hier nehmen wir einen Capture-Trupp. Das heißt, hier haben wir jetzt die Katapulte. Hier könnt ihr auch sehen, es sind alle ausgerichtet, nicht immer bis zum Bergfried, sondern teilweise auch etwas weiter davor. Denn wir wollen möglichst die Mitte dieses Gebiets freikriegen. So, hier vorne seht ihr jetzt vier Hauptmänner aneinandergereiht. Diese vier Hauptmänner sind die Brecher- und Cleaner-Hauptmänner. Zwei sind auf Katapulthagel, einmal 5 Sekunden und einmal 10 Sekunden eingestellt. Das heißt, sobald der Katapulthagel auf den ersten Widerstand, das ist wahrscheinlich der Turm vorne, vielleicht auch der zweite Turm, sobald er dagegen prescht, erleidet dieser erheblichen Schaden. Bei Nicht-Kartenspielern ist dieser sofort weg. Dann haben wir hier noch zwei weitere Hauptmänner. Diese wurden mit Pfeilhagel ausgestattet, jeweils auf 10 und 15 Sekunden. Diese sind da, um den Bergfried zu clearen. Ihr solltet dabei achten, dass ihr möglichst den kompletten inneren Kern erwischt, damit ihr diesen auch effektiv clearen könnt. Manchmal, wenn man den Katapult etwas falsch, den Pfeilhagel etwas falsch einstellt, habt ihr das Pech und der Ausfall kommt in dem Moment raus, dann cleart ihr natürlich nicht den Bergfried, sondern erwischt den Ausfall, sodass eventuell noch ein oder zwei Piken mittendrin bleiben. Dies hat natürlich zum Nachteil, dass ihr eventuell scheitern könntet mit eurem Angriff. Hier hinten haben wir noch einen Hauptmann. Dieser Hauptmann ist auf Verzögern. Das ist dieses Symbol hier oben links. Das erste Symbol, was ihr standardmäßig anklicken könnt, nachdem ihr einen Hauptmann erforschen könnt. Den Hauptmann stellt man grundsätzlich auf 200 Verzögern ein. Warum? Das ist ganz einfach gesagt. Der letzte Hauptmann, mit dem ihr einnehmen oder schleifen wollt, ist der Hauptmann, der nicht mit nach vorne läuft, falls dieser getötet wird. Denn sollten eure Hauptmänner alle bei einem Angriff sterben, könnt ihr dieses Dorf nicht einnehmen oder schleifen. Die Einnehmen- oder Schleifoption, hier da ich eine Gemeinde gerade anvisiert habe, ist natürlich nicht auszuwählen. Jedoch diese Burg hier unten ist das Einnahmesymbol. Dieses Dorf hier oben mit einer symbolisierten Flamme ist das Schleifsymbol. So, jetzt können wir natürlich nochmal den kleinen Hauptmann etwas komplett aufbauen, damit ihr seht, wie er im Ganzen aussieht. Hierzu stellen wir einfach mal die Truppen rein. Diese können übrigens variieren. Hier ist einfach mal mit Pikenieren gearbeitet worden, da Pikeniere grundsätzlich günstiger sind und viele von euch anfangs eher die Piken komplett ausgeforscht haben und es nur Sinn macht, wenn man mit ausgeforschten Truppen angreift. So. So sieht also die Armee komplett aufgestellt aus. Ihr habt natürlich noch mehr Fähigkeiten bei euren Hauptmann. Das heißt, solltet ihr zum Beispiel nur Brecherhauptmann da schicken, dann könnt ihr den Hauptmann, der jetzt hier hinten steht, den könnt ihr mit nach vorne reinsetzen. Denn zum Brechen braucht ihr keinen Hauptmann, der verzögert hinten steht. Den braucht ihr wirklich nur zum Einnehmen oder Schleifen. So, das heißt, den könnt ihr also mit nach vorne stellen. Je nachdem, wie weit offen die Burg schon ist, könnt ihr euch überlegen, braucht ihr nochmal Katapulthagel? Sollte im Bergfried keine Truppen drin stehen, das heißt keine Pikenieren, keine Bogenschützen, keine Hauptmänner, könnt ihr auch anstatt Pfeilhagel etwas anderes nehmen. Als Option haben wir hier
den Erholungsruf. Der Erholungsruf heilt die Truppen in seiner näheren Umgebung. Das heißt bis zu 25 Piken oder Schwertis sowie Bogenschützen können erfasst werden von diesen Heilrufen, je nachdem wer dich da dran steht, und wird einmal komplett hochgeheilt über einen gewissen Zeitraum. So, dieser sollte natürlich auch gut eingestellt werden. Ihr habt hier wieder die Option zwischen 5 Sekunden und 200 Sekunden. Hier müsst ihr selbst entscheiden, wie schnell eure Truppen wann wo sind. Das lernt ihr am meisten, wenn ihr euch die Videos anguckt und das auf normalen Zeitreffer, also normalen Zeittempo. Dementsprechend seht ihr, ab welcher Sekunde der Hauptmann wo ist. Beziehungsweise eure Truppen wo sind. So, als zweite Option haben wir den Schlachtruf. Der Schlachtruf ist besonders effektiv gegen Wassergräben. Wassergräben sind manchmal eine Hürde für jeden Trupp, den man hat. Es eignet sich besonders gut, wenn man noch einige Schwertkämpfer dabei hat oder seine Truppen nur mit Schwertkämpfern hat. Die graben sich natürlich noch schneller durch, denn Schwertkämpfer sind die stärkste Truppe neben den Katapulten, die es gibt in diesem Spiel. Und dadurch natürlich auch dementsprechend teurer in der Anschaffung. So, Schlachtruf ist natürlich nicht nur gut gegen Wassergräben, sondern kann auch gut gegen Truppen eingesetzt werden. Ist hierbei jedoch nicht ganz so effektiv. Genauso gut gegen Mauerstücke. Das heißt nicht Türme, sondern wirklich nur Mauerstücke, da eure Bodentruppen höchstens Mauerstücke angreifen können. So, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Und falls ihr nicht weiter wisst, könnt ihr reingucken. Über Feedback eurerseits würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dementsprechend bedanke ich mich erstmal fürs Anschauen.